Herr Weidenholzer hat nun das Wort. Danke, Herr Präsident. Ich bin sehr froh, dass der Herr Kommissar so häufig in diesem Hause ist, weil es auch zeigt, dass es eine Wertschätzung unserer Arbeit gegenüber gibt. Und bei diesen ganzen Diskussionen taucht immer wieder der Begriff PNR auf in verschiedensten Zusammenhängen. Wir haben uns in einer Resolution zur Terrorismusbekämpfung damit intensiv beschäftigt. Und natürlich ist PNR ein Grundrechteeingriff. Grundrechteeingriffe sind unter gewissen Bedingungen zu akzeptieren im Kampf gegen Terrorismus, aber sie müssen im Einklang mit der Rechtsprechung stehen, sie müssen anlassbezogen sein und sie müssen verhältnismäßig sein. Ich habe den Eindruck, dass man manches Mal auch unter einem gewissen Druck sehr leichtfertig, sehr schnell Abkommen abschließt und sich nicht so sehr auf die Qualität dieser Abkommen stützt. Und das hat dann zur Folge, dass diese Abkommen oder diese verschiedenen Rechtsakte dann kritisch gesehen werden, aufgehoben werden, wie wir das etwa bei der Vorratsdatenspeicherung gesehen haben. Deshalb haben wir im November 2014 beschlossen in diesem Haus, dass wir das Passagierdatenabkommen mit Kanada dem EuGH vorlegen wollen, weil wir gerade im Datenschutzbereich gravierende Bedenken gehabt haben. Und ich schließe mich meiner Kollegin Sippel an, dass es eigentlich sinnvoll ist, abzuwarten und nicht also gleich wieder einen nächsten Schnellschuss abzugeben. Wenn wir uns überlegen, dass diese Diskussion jetzt auch unter dem Gesichtspunkt stattfindet, dass wir eigentlich von außen unter Druck gesetzt werden, dann haben wir quasi ein Moment der Fremdbestimmtheit in unseren eigenen Diskussionen, die wir selber entscheiden müssen. Mich stört der zeitliche Druck. Was ist da für ein Unterschied zwischen Juli und Dezember? Mich stört der Charakter dieser Erpressung. Nicht einmal die USA haben uns gedroht. Das ist also jetzt zum ersten Mal, dass uns jemand droht. Und mich stört auch die Tatsache, und ich bin für meine Fraktion auch zuständig für die dringlichen Anfragen zu Menschenrechtsverletzungen, mich stört auch, dass wir in diesem Katalog, in dieser Pipeline der Länder, die da jetzt auf uns zukommen, alles Länder haben, wo wir uns bereits in diesem Haus einmal mit Menschenrechtsverletzungen beschäftigt haben. Und ich weiß nicht, ob das eine sehr gute Voraussetzung ist. Deswegen glaube ich, es wäre sinnvoll, sich diese kurze Zeit noch zu gewähren und eine sinnvolle Maßnahme zu beschließen.